Ja, wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, zum 302. Neuschwabenland-Treffen Berlin, Deutsches Reich, im 13. Jahr. Heute ist Freitag, der 17. April 2015. Ich werde heute referieren über geheime Wunderwaffen. Mal gucken, ob wir geheime Wunderwaffen hier haben. Ja, da sind sie ja. Sehen Sie mal, geheime Wunderwaffen. Ne? So, jetzt müssen wir das wieder hochhalten. Zack. Sehen Sie, geheime Wunderwaffen. Ja. Jetzt brauche ich einen Angestellten, der so die ganze Zeit hält. Nee, machen wir nicht. Gut. Also Sie merken sich, das sind geheime Wunderwaffen, und zwar von D.H. Hamann. Das ist Zerbel zwischen Täuschung und Tatsachen im Hugin Verlag in Wetter erschienen, 1983. Ich hatte mehrfach zu dem Thema schon vorgetragen. Wir haben heute auch noch andere Themen. Neues vom Krieg der Alliierten gegen Deutschland seit 1945 und das in Anführungszeichen F-Wort. Über das reden wir gleich. Ja, Mahnorden haben wir abgehandelt, allerdings ohne Aufzeichnung wie angekündigt. Und nachher haben wir noch Herrn Dennis Schulz, unseren Diplom-Ingenieur. Der wird was über Jan van Helsing vortragen und die Geheimgesellschaften. Was ist denn das F-Wort? Ja. Kommen wir nachher zu. Okay. Wir lassen die Zuschauer noch ein bisschen im Unklaren, dann erhöht sich die Spannung. Ja, gut. Hitchcock, Sie erinnern sich, Spannung erhöht. So, also, jetzt sind wir auf Seite 3 und geht die Vorlesung weiter zum Thema geheime Wunderwaffen. Ich habe einiges ausdrucksmäßig rausgeholt, nicht, aus diesem D.H. Seite 45, und ich lese mal vor. Am 14. Juni 1944 trafen Speer und Dönitz zu einer Grundsatzbesprechung zusammen, auf der das gesamte Fertigungsprogramm einer kritischen Prüfung im Lichte der neuesten Entwicklung unterzogen wurde. Beide Männer waren sich darin einig, dass das eigentliche U-Boot-Programm scharf durchgezogen werden musste. Von einem solchen nahen Ende aber wollte Dönitz nichts wissen. Er hielt an seinen langfristigen Vorstellungen fest. Der neue U-Boot-Krieg, so erklärte er am 5. Oktober 1944, ich wiederhole, er erklärte am 5. Oktober 1944 den Vertretern der Luftwaffe, werde im April 1945 beginnen. Das waren die Planungen von Karl Dönitz, KDU, ne, Kommandant der U-Boot-Flotte. Sollte Dönitz, so schreibt jetzt der Autor Hamann, sollte Dönitz nicht gesehen haben, was im Oktober 1944 jeder sehen konnte, oder waren doch geheime Planungen im Spiel, die er nicht zum Ausdruck bringen konnte. Da kommen wir gleich hin. Das wird Sie erstaunen, was da los ist. Als Keitel daraufhin am 24. Oktober, in dem Fall 1944, befahl, die Rüstung müsse sofort auf ein Notprogramm umgestellt werden, es seien nur noch einfachste der unmittelbaren Reichsverteidigung dienende Waffen und Geräte herzustellen, alle längerfristigen Entwicklungen abzubrechen, wurde sofort die grundsätzliche Frage aufgeworfen, inwieweit die Fortführung des U-Boot-Krieges durch diese Weisung berührt wird oder nicht. Die Seekriegsleitung reagierte auf diese Weisung mit einem neuen Dringlichkeiten- und Prioritätenprogramm. Dönitz erklärte, wir geben nicht einen Fingerbreit nach. Unser Flottenbauprogramm ist bereits ein Notprogramm. Unsere Position ist stark. Sah Dönitz die Realität nicht oder wollte er sie nicht sehen? Jedenfalls weigerte er sich rundheraus, dem Oberkommandierenden der Wehrmachtbefehl oder OKF-Befehl zur Aufstellung eines Rüstungsnotprogramms Folge zu leisten. Aber Dönitz plante und forderte weiter. Umso fantastischer konzentrierte sich Dönitz auf das U-Boot-Programm. Dieses wurde aus dem allgemeinen Zusammenbruch herausgehalten, solange es nur möglich war. Zum Schluss waren es nur noch die Boote selbst, ihre taktischen Eigenschaften, ihre erwarteten Erfolge, um die das Denken des BDU kreiste. Also BDU ist hier wahrscheinlich Befehlshaber der U-Boot-Flotte. Das ist ein anderes Wort für KDU. Ne? BDU, KDU. Der neue U-Boot-Krieg war es wohl auch, der Hitler Dönitz immer mehr schätzen ließ. So, das ist also ein Zitat aus einer entsprechenden Quelle, nicht aus dem Buch, um nochmal zu zeigen. Es gibt die noch im Original. Ich rate, Originale sich anzulegen. Ne?
Dieser fanatische Einsatz für ein U-Boot-Programm, dessen Typen aus vorgenannten Gründen, fehlende Luftaufklärung, sehr nahes Kriegsende, für einen neuen U-Boot-Krieg schon nicht mehr in Frage kam, aber mit allen Mitteln aus dem allgemeinen Zusammenbruch herausgehalten wurden, zudem aus der allgemeinen Sicht der Kriegslage unlogisch erschienen, musste doch Gründe haben. Genau, da kommen wir gleich hin zu den Gründen. Wieder Zitat hier, die ersten U-Boote der Typen 21 und 23 wiesen einige schwerwiegende Fertigungsmängel auf, deren Behebung 3 zusätzliche Monate in Anspruch nahm. So ergab sich eine Gesamtproduktionszeit von 7 Monaten, sodass die U-Boote nicht, wie Dönitz lange gehofft hat, im Januar 45, sondern erst im April 45 zum Einsatz kommen konnten. Ich habe mal recherchiert, was die Allgemeinheit unter U-Boot 21 versteht. Das, oh, Entschuldigung, das ist gar nicht gut, ist ja meins. Ja, den drücke ich mal weg, unbekannte Nummer, das ist mir jetzt zu viel. Also, die Typen 21, U-Boot 21 ist offiziell das sogenannte Elektro-U-Boot. Mhm. Haben Sie mal schon von gehört? Die hatten damals schon ein Elektro-U-Boot? Ach. Nicht? Und das U-Boot 23, das ist das mit Walter Schnorcher. Also soweit die offizielle Nomenklatura. Wir werden sehen, dass es die Angaben, die zu diesen U-Booten zu finden sind, bei Wikipedia oder anderen Nachschlagewerken im Internet, dass die mit der Realität nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Das werden wir gleich sehen. War etwa die 3-monatige Verzögerung durch die schwerwiegenden Fertigungsmängel einer der Gründe für Durchhalteparolen und die Hinauszögerung der Kapitulation von Seiten Deutschlands? Ja, natürlich. Sie erinnern sich, ne, wir haben ja sogar noch eine Winteroffensive gemacht im Dezember 1944, ne, die sogenannte Ardennenoffensive. Und da ist Patton, als er davon erfahren hat, sofort zu seinem kommandierenden Eisenhower gefahren, ne? Und hat den aufgerüttelt, wir müssen dagegenhalten, wir können den Krieg immer noch verlieren. So der Patton. Ne? Ja? Weil die sind ja stark vorgerückt und wenn sie mehr Benzin gehabt hätten, wer weiß, was dann passiert wäre. Nicht? Aber da in der Ardennenoffensive, da haben die Amis sehr viele Soldaten verloren. Ne? Das war eine Schande für die. Ja, also bis zum 19. Februar 1945 hatten die Werften insgesamt 104 Boote. Ja, Entschuldigung. Ich mache jetzt nur mal den Ton weg. Da will sich wieder jemand in deinem Schatten sonnen. Sozusagen. Ja, ja. Man muss ja aufpassen, dass er sich nicht verbrennt. Also insgesamt 104 Boote vom Typ 21 abgeliefert. Im Rahmen des Notprogrammes sollen noch weitere 66 Einheiten fertiggestellt werden. 12 Boote erledigen noch Restarbeiten, sodass man mit insgesamt 182 Booten vom Typ 21 rechnete. Also wie gesagt, Elektro-U-Boote. Ja? Der Vorteil von Elektro-U-Booten ist eindeutig, man kann ihn nicht hören. Nicht? Dieselmotoren machen einfach mehr Krach, nicht? Also kann man so nah sich hören. Ne? Und das zu der Zeit, überlegen Sie mal, ne? Also noch, da ging es ja wirklich zum Ende, nicht? Machen wir mal 182 U-Boote. Klar, ne? Nur mal so als Idee. Und das nur von dem einen Typ. Ne? Die haben, Entschuldigung, ich unterbreche, die haben neben den Elektroanlagen haben sie auch noch einen Dieselmotor, wo ihr habt, aber haben den ausgelassen, wenn sie nicht brauchten. Na logisch. Wenn sie aufgetaucht sind, haben sie das Ding eingeschaltet. Und haben halt ihre Generatoren wieder aufgeladen, beziehungsweise ihre Batterien. Und damit war eigentlich das Ding jederzeit einsatzbereit. Nicht, welche Zeit sie brauchten, aber natürlich relativ schnell. Ja, das ist ja auch vernünftig, ne? Mehr als eine Antriebstechnik zu haben. Mhm. Ja, Stichwort auch zu lautlosen Motoren, wer da mal recherchieren will, Stirling-Motor, sage ich jetzt nochmal, Stirling-Motor. Das, die werden auch vom Militär, ich glaube auch von der deutschen U-Boot-Flotte, also der heutigen Bundeswehrflotte eingesetzt, aber auch in Schweden. Genau aus dem Grunde, weil die sind so leise, ne? Die sind kaum durch Radar oder so nah empfangen. Also, beim Typ 23 waren es 49 Einheiten ausgeliefert. Ausgeliefert 21 sollten im Rahmen des Notprogramms fertiggestellt werden. Das wären also noch weitere 70 U-Boote. Dennoch waren die Leistungen, die Speer und Dönitz auf dem Sektor des U-Boot
des ja, U-Boot-Baus erzielt hatten, imponierend. Eine Analyse der U-Boot-Zahlen, jetzt kommen ja die verschiedenen Typen, die das mal zeigt, dass Dönitz Behauptung vom 16. Februar 1945 mit einer augenblicklichen Gesamtzahl von 450 im Dienst befindlichen U-Boote verfüge man über die höchste U-Boot-Zahl, die Deutschland hier besessen habe, recht hatte. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Geschichte noch ein bisschen anders. Aus dem Buch 60 Jahre U-Boote, in Lehmanns Verlag erschienen, renommierter Verlag, ne, zwischen, also 60 Jahre U-Boote zwischen 1906 und 66, da sind ja die ganzen Reihen, ne, die U-Boote aufgelistet. Und nach Durchsicht dieser Reihen ergab sich, dass der Aufenthaltsort oder der Verbleib von knapp 300 U-Booten ungeklärt ist. Und ich kenne eine Aussage, ich glaube sogar aus der Biografie von Dönitz, der sagt, dass er im Frühjahr 1945 die Indienststellung weiterer 500 U-Boote dem Führer gemeldet hat. Wenn Sie die beiden Zahlen addieren, dann haben Sie eine runde U-Boot-Flotte von 800, die Dönitz zur Verfügung hatte. Also auch 500 wäre schon die größte U-Boot-Flotte der Welt gewesen, geschweige denn von Deutschland. Ja. So viel hatte keiner. Die haben ja alle oberirdische Schiffe gehabt, nicht? Die mussten sich ja nicht so verstecken wie wir. Ne? Ja, wir hatten ja eine Übermacht an Feinden gegen uns, die damaligen Deutschen. Ne? Also, und da weiß keiner, nicht? Ja, ich habe mal den Verteidigungsminister Struck danach gefragt. Sehen Sie auch auf meiner Foto-Webseite, können Sie mal nachgucken. Ne? Wegen der Flugscheibe im Jonastal und wegen der bis zu 800 verschwundenen U-Boote, ne? Ja, ich habe ihn dreimal angefragt. Nicht? Also ab dem dritten Mal habe ich gesagt, na, wer schweigt, stimmt zu. Ne? Also nur als Idee. Ne? Ja, Deutschland hier besessen habe, recht hatte. Die neuen U-Boote vom Typ 21 können ohne aufzutauchen von Deutschland nach Japan fahren. Das waren Elektroboote. Ne? Stellen Sie sich mal vor, wir hätten heute Elektroautos, die von Deutschland nach Japan fahren könnten. Die Technik existierte damals schon. Mhm. Hallo? Mhm. Ja. Wie viel umweltfreundlicher, nicht? Also wir haben ja überall Gifte, ne? Manche regen sich über Chemtrails auf. Ja, und was ist mit den Contrails, den ganz normalen Abfall bei den Flugzeugen? Das ist ja viel mehr. Ja? Es gibt inzwischen Leute, die sagen, das mit den Chemtrails soll doch nur ablenken von der wirklichen Verschmutzung. Ja? Ja, nur so als Idee. Am 23. Februar, also gemeint ist 1945, hatte Dönitz eine weitere fantastische Zahl bereit. Es seien, so erklärte Herr Hitler, nunmehr 551 U-Boote vorhanden. Der neue U-Boot-Krieg, ein merkwürdiges Gebilde gleichsam zweidimensionaler Realität, akzentuierte sich die Spätgeschichte der Marine in geradezu surrealistischer Weise, ja, sozusagen ein früher Dali. Ja, die ersten Berichte der Kommandanten der neuen Typen erfüllten die höchsten Erwartungen. Die feindliche Abwehr wäre praktisch wirkungslos gewesen. Die neuen U-Boote hätten sich ungestraft mitten in stark gesicherten Konvois aufhalten können. Also wer mehr wissen will zu dem Thema, dem rate ich im Buch. Ich habe ja hier nur Auszüge gemacht, und zwar die wichtigsten, so wie ich sie sehe. Jetzt kommt der für uns interessante Teil zu diesen bestimmten U-Booten, nämlich ein abschließender Augenzeugenbericht, der dort auch veröffentlicht ist, also hier bei D.A. Hamann, ne, geheime Wunderwaffen, und dann sehen wir uns das kurz an. Abschließender Augenzeugenbericht aus den letzten Kriegsjahren über die Antriebsweise der geheimsten U-Boot-Typen mit Angaben, die in der allgemeinen U-Boot-Literatur wohl nicht zu finden sind. Ja, genau, darum geht es ja, ne? Ja. Um keine patentrechtlichen Schwierigkeiten zu bekommen, wurden einige technische Angaben verändert. Abschrift der am 22. März 1980 in Klausen-Leopold-Dorf stattgefundenen Unterredung, welche zum Teil auch auf Tonband aufgenommen wurde, anwesend Rudolf J. Mund, Franz, ja, abgekürzt W., Karl La., abgekürzt Herr W., übergab mir vier Fotos, zwei Stück mit Abbildung eines U-Boots, ein Stück von ihm in Uniform mit seinem Vater in Zivil, ein Stück er im Kreise seiner Kameraden. Herr W., Pünktchen, Pünktchen, berichtet nachfolgend als ehemaliger Marinesoldat, ich rückte im Jahre 1943 in die Rekrutenkompanie nach Biels ein. Später wurde ich nach Neustadt in Holstein zur ULD
Das bedeutet, die erste Lehrdivision versetzt. Holstein. Holstein, ja. Habe ich was anderes gesagt? Holstadt. Ach, Entschuldigung, Holstein, ja. Also Neustadt in Holstein. Holstein. Dort war bereits Korvettenkapitän Möhle, unser Kommandant. Wir wurden dort ausgebildet auf den 20er-U-Booten. Das sind 2500 Tonnen Boote. Von dort wurden wir nach Kiel verlegt und haben dort ein Boot übernommen, das wir überhaupt nicht gekannt haben. Das war noch im Jahre 1943. Von diesem Boot habe ich mittels eines Tauchretters, Träger-Tauchretter, Aufnahmen gemacht. Hätte man mich dabei erwischt, wäre ich gehängt worden. Ja, sowas war natürlich verboten. Möglicherweise handelt es hier um die letzte beste Technologie, die die im U-Boot-Bau hatten. Ne? Zwei Fotos von der Krupp-Werft. In den Krupp-Werften haben wir diese Boote übernommen. Es waren 3000 Tonnen Boote. Das ist schon ein ganz schöner Happenpappen zu der damaligen Zeit gewesen. Und das sind schon ganz schön große Boote gewesen mit 50 Mann Besatzung. Zwei Turbinensitze mit je 12.000 PS. Betrieben wurden sie mit einer Masse, und jetzt kommt's, welche in Sauerstoff oxidiert wurde. Also er beschreibt ja ein U-Boot, das nicht zu dem Typ 21 Elektro-U-Boot passt und auch nicht zu dem Walter Schnorchel U-Boot. In Sauerstoff oxidiert wurde. Es waren drei, was auch immer. Sie hatten ja versprochen, technische Details wegzulassen, welche oxidiert mit Seewasser vermischt, aufbrausten wie eine Brause. Diese Oxidation-Seewasser-Verbindung wurde unter enormem Druck, 600 Atü, in die Turbinen geblasen. Von dort wurde das Gemisch über eine Anleitung durch einen so und so geführt, dort geschieden und der rückgewonnene Sauerstoff wieder ins Boot zurückgeführt. Die verbliebene Substanz wurde durch eine Hohlwelle zur Schiffsschraube geführt, dadurch, dass wir den Nebel durch eine Sogwirkung von den Schiffsschrauben weggenommen haben, konnten wir so schnell fahren. Die Schiffsschrauben konnten besser arbeiten, weil sie keine Sogwirkung gehabt haben. Ja, und da haben wir, und jetzt kommt's, Sie lesen richtig, 75 Seemeilen unter Wasser gemacht. Können Sie sich überhaupt vorstellen, was ein normales C7-U-Boot, ne, also die normalen Wölfe-U-Boote, gefahren sind unter Wasser? So 8 Seemeilen. Dieses war eine völlig neue Antriebsart mit 75 Seemeilen. Das sind etwa, Pi mal Daumen, 150 Stundenkilometer. Und die Antriebsart mit Sauerstoff und sozusagen Meerwasser, Brausewasser, ja, und Rückgewinnung scheint die beste, neueste und vor allen Dingen sozusagen grüne Punkttechnologie bei den U-Booten gewesen zu sein. Und das schon 43. Verstehen Sie, wenn Sie die Angaben später bei Wikipedia nachgucken, was das Elektro-U-Boot vom Typ 21 angeblich gefahren sein soll, vergessen Sie die Zahlen. Die waren schon viel weiter. Deswegen ist dieser Bericht so wichtig hier. Unter was er meint. Also ich lese noch weiter. Mit dem Sauerstoff, der zurückgewonnen wurde, hätten wir jahrelang unter Wasser fahren können. Ja, auch das noch. Ja. Es war alles zurückzuführen auf den Treibstoff. Der Treibstoff war in Flaschen. Diese waren mit einem Druckstempel versehen. Die Substanz sah so ähnlich aus wie Pünktchen Pünktchen in ihrer Struktur. Diese wurden in Kammern zurückgeführt, welche verstellbar waren. Die Menge, welche eingeführt wurde, betrug höchstens einen halben Fingerhut. Auch noch preiswert, ja. Welcher auf die Turbinen aufgeblasen wurde. Es ist so langsam erklärt, ist, warum sie gegen uns Krieg geführt haben, ja. Ja, aufwachen, bitte aufwachen, ja. Ja, ja. 1 Million Patente haben die rausgetragen. Aber erstaunlich ist der hohe Druck, den sie erzeugt haben. 600 Atü, ja. 600 Atü ist ja eine schöne Leistung. Oh ja, da musst du dicke Rohre haben, würde ich sagen. Das und ganz schön leistungsfähige Turbinen, die das ja entgegennehmen und umsetzen. Genau. Und damit waren sie mit 24.000 PS, ist ein U-Boot jedem oberirdischen Schiff überlegen. Genau. Fährt dem glatt davon. Noch weiter im Text, dann sind wir gleich fertig. Ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal gesehen haben. Ja. Davon, Sie müssen sich vorstellen, wir sind jetzt hier im Jahre 43, 45. Das ist eine Geschwindigkeit, ich glaube, das schaffen die Atom-U-Boote heute noch nicht. Müssen wir mal gucken, ne? 75 Seemeilen? Ich glaube nicht. Ne?
Es gab Messungen in den 60er Jahren, dass ein Manöver im Atlantik, ein Manöver der US-Navy, U-Boote vorbeigezischt sind mit 400 Stundenkilometern. Das werden dann wahrscheinlich die nächste Stufe der reichsdeutschen U-Boote gewesen sein. Hier ist ja nur 150. Ja? Die sind gemessen worden und da haben die geguckt, was ist denn da gerade vorbeigeflitzt? Ja? 400 Stundenkilometer. Ja? Unter Wasser, wohlgemerkt. Ja? Ja. Also, das war sozusagen der Anfang von dieser Technik. Offensichtlich. Also, es war eine ganze... Ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal gesehen haben. Es war eine ganze Wand voll Ventilen. Je nach der Fahrgeschwindigkeit mussten wir die Ventile verstellen. Wollte man auf AK, also alle Kraft gehen, hat man alles liegen lassen und unten das Saugventil aufgemacht. Dadurch hat man das volle Wasser bekommen und den vollen Treibstoff. Das Boot hat sich aufgestellt und weg war es. Ja. Wo wir, ich frage mich ja, wie gesagt, ich habe den Verteidigungsminister, Dr., Bundesverteidigungsminister Dr. Struck, da gefragt, wo sind die hin, die 800 U-Boote? Keine Antwort. Ist ja peinlich. Ne? Die aufgestellt und waren weg. Die waren weg, genau. Mit dieser Technik wahrscheinlich. Jedenfalls eine Mehrzahl dieser U-Boote, nicht die Elektrobooten. Wir haben ja gerade gehört, die Elektrobooten konnten bis nach Japan fahren. Ja, ja Gott, das wäre was, wenn man so ein Auto bei Mercedes kaufen würde. Ja. Frage, wie groß war der Aktionsradius? Ja, das waren so 12.000 bis 15.000 Seemeilen. Ja, das ist so Pi mal Daumen einmal um die Welt oder so, ne? Oder fast, ja. Ja. Aber wenn wir mehr Flaschen an Bord gehabt hätten, Pünktchen, Pünktchen, ja, man kann ja vielleicht unterwegs dazu tanken, ne? Man hat ja auch nie gewusst, wie viele Flaschen an Bord waren. Das hat nur der Kommandant gewusst. Das war für uns geheim. Wahrscheinlich, weil der Inhalt so gefährlich war. Ne? Also, ist ja klar, wo Sauerstoff ist, da existiert doch Explosionsgefahr. Ne? Mhm. Denn je mehr Flaschen an Bord waren, desto gefährlicher wurde die Sache. Das war kein normales Boot. Erst in der Gefangenschaft erfuhren wir, dass das Boot explodiert wäre, wenn Wasser eingedrungen wäre. Deshalb in die Gefangenschaft, weil der Kapitän das Boot vor Island, als wir auf der Fahrt nach Argentinien waren, versenkt hatten. Ja, da war eine ganze Flottille unterwegs nach Argentinien. Und natürlich hat der eine oder andere U-Boot-Kommandant sein U-Boot offen aufgeben müssen, wenn Maschinen schauen oder so. Das war ja bei den im Juli und August 45 aufgetauchten reichsdeutschen U-Booten, allerdings nicht dieser Klasse, auch so, dass die nur deswegen aufgeben mussten, wegen Maschinenschaden. Zwei U-Boote, Juli, August, in Rio de la Plata. Ja, das muss ich mal vorstellen. Ja, die haben irgendwie das Ende vom Zweiten Weltkrieg verpasst, das sogenannte. Ja. Ist ja auch nicht zu Ende, ist bis heute nicht zu Ende, ne, weder juristisch noch überhaupt. So, Fahrt nach Argentinien. Das Boot hatte vor Island Maschinenschaden. Eine gebrochene Welle musste geschweißt werden. Dazu musste das Boot halb auftauchen und war dadurch manövrierunfähig. Der Kapitän des Boots hieß Scher, Pünktchen, Pünktchen, Kapitän zur See. Die ganze Flotte wurde geführt von Korvettenkapitän Möhle. Also es war nicht nur ein Boot, sondern eine ganze Flotte. Nicht, über die ist ja auch schon berichtet worden. Wir hätten Argentinien anlaufen sollen, wir hatten Kisten an Bord, die wir dort abgeben sollten. Wir hätten Mar del Plata anlaufen sollen, dort hätten wir die Kisten abliefern sollen und wären dann in die Gefangenschaft oder Internierung gegangen. Was mit dem Boot geschehen wäre, weiß ich nicht. Wir sind das U-558 gefahren, 26 TB, das ist der Typ, 1000 Bruttoregistertonnen Wasserverdrängung, das sind 3000 Tonnen. 50 Mann Besatzung, wir waren die 5. Seehund Kiel, U-558 unter Kapitän Scher, Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt kommt's. Der Satz ist auch Gold wert. Sie werden sehen, dass U-558 nirgendwo erscheint. Sie finden U-522, 527 und dann 600. Nirgends U-558. Müsste man jetzt natürlich prüfen, diese Aussage, ne? Aber das gehört zum Tarnen und Täuschen und Tauchen auch der Reichskriegsmarine. Die haben ja sogar bei versenkten U-Boot-Nummern die gleich wieder neu vergeben, um den Feind zu täuschen. Auch das konnte die Reichskriegsmarine. Natürlich, was denken Sie denn? Na? Tarnen und Täuschen. Wie gesagt, wenn der von 500 oder 400 einsatzfähigen U-Booten sind, dann fehlen da noch die 300 anderen. Nicht? Also, vielleicht stimmt die Zahl ja insgesamt nicht und es waren noch mehr als 800. Sie müssen, bei Reichsdeutschen müssen Sie immer mit Überraschungen denken.
rechnen, ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich da noch, ja, das mit den 400 Stundenkilometern habe ich Ihnen auch erzählt. Ja, dieser U-Boot-Typ, der ist ja nun ganz anders als sonst beschrieben und ist deswegen auch davon auszugehen, dass die sich mit diesen modernsten Typen, natürlich auch mit anderen, die konnten ja mitfahren und mussten eben hinterherfahren, ne, oder sind teilweise gesichert worden. Da gab es ja auch eine Schlacht, ne, zwischen Island und Grönland, über die berichtet worden ist, ne, dass die alliierte Flotte vernichtend geschlagen worden ist mit Kraftstrahlkanonen. Manche Autoren schreiben ja auch zudem über Kraftstrahlkanonen. Ich denke da an Thomas Mehner beispielsweise in seinen Büchern über die Atombombe und so weiter und so fort. Ne. Ja, sind zu dem Thema noch Fragen? Bist du denn schon mal am 2. Mai 45 gewesen, ja, wo dieser Konvoi, dieser U-Boot-Flotte? Ich gehe davon aus, dass es mehrere Konvois, nicht nur den letzten mit Adolf Hitler an Bord vom 2. Mai von Christian Sund aus gab, ne? Weil Sie wissen ja vielleicht, dass der Führer eben nicht im Führerhauptquartier in Berlin gestorben worden sei oder ist oder wie auch immer, sondern dass das höchstwahrscheinlich sein Double mit dem Namen August Wilhelm Bartholdy war. So stand es jedenfalls ein paar Tage nach dem Tod in der Times London, dass also Deutsche, die in London waren, darüber aufgeklärt hatten, dass das eben ein Double war, ein Doppelgänger, wie man auch sagt. So dass die Mehr von dem Tod in Berlin sollte natürlich die Alliierten verwirren und hat sie ja auch. Ne? Stalin hat ständig die Amerikaner gefragt, wo habt ihr denn hingebracht, wo habt ihr denn hingebracht? Ne? Als wenn die wüssten, wo der Adolf sich abgesetzt hätte. Nicht? Also ist auch so ein Quatsch. Ne? Aber das war schon richtig, ne? Dass da auch Verwirrung. Ne? Die konnten eben auch täuschen. Warum nicht, bitte? Da gibt es so ein Büchlein darüber. Ja. Aktuell. Ja, klar. Wo alles beschrieben ist. Mehrere Bücher sogar, ja, zum Thema. Nicht? Also, ja. Und wie das stattgefunden hat und alles. Genau. Es gibt ja sogar diesen Film Iron Sky, nicht? Also das ist ja ein absoluter Tabubruch. Ne? Der handelt also nicht von den alten Nazis, sondern von den Mond-Nazis. Nicht? Und demnächst bei Mars. Nicht? Und der zweite Teil kommt auch noch. Ja? Ja. Hast du meine Rezension schon gelesen hier zu Flugscheiben über Neuschwanland? Wir hatten das Buch schon mal rezensionsmäßig hier auf dem Neuschwanland. Ja, aber nicht mit meiner Rezension. Ich denke schon, aber egal, wir können es ja ruhig mal neu machen. Wie gesagt, also denken, schaffen sich Original an, zum Beispiel der D.A. Hamann. Ne? Es ist ja manchmal so, die bunte Presse, nicht, also deutsche Wunderwaffen, ne? Geheime Wunderwaffen, ne? Die deutsche Presse, die erlaubt sich ja manchmal auch so Späße. Ne? The German Übermacht, geheime Wunderwaffen, D.A. Hamann, Spiegel, the German Übermacht, geheime Wunderwaffen, German Übermacht. Geheime Wunderwaffe, German Übermacht. Also, die müssen das ja, die können ja nicht den D.H. Hamann zitieren. Nicht? Dann müssten sie ja zugeben, dass es eine Absetzung gegeben haben. Aber sie drücken es eben so aus, zu German Übermacht. Ne? Ja. Wie das zusammenhängt, sehen wir uns gleich an, weil da gab es einen Vorartikel, ne? Ja, ja, nicht? Zum Thema F-Wort. Da werden wir auch gleich aufklären, was da los ist. Ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Machen wir eine kurze Pause.